Mit einem feierlichen Gottesdienst hat der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle am Samstag seinen 75. Geburtstag gefeiert, zusammen mit mehreren hundert Gläubigen aus dem ganzen Bistum. Zum Festgottesdienst im Hildesheimer Dom waren auch zahlreiche Bischöfe und Weihbischöfe aus deutschen Diözesen sowie leitende Geistliche anderer Konfessionen gekommen. Ich habe Anlass zum Danken und zwar mit Ihnen gemeinsam. Wir danken Gott für das Geschenk, das er uns verliehen hat, das Geschenk des Lebens. 75 Jahre, in diesem Alter beginnt für Bischöfe normalerweise der Ruhestand. Und so war auch für Bischof Norbert die Geburtstagsfeier zugleich der letzte Arbeitstag. Das verkündete Erzbischof Nikola Eterowitsch, der Botschafter des Papstes. Dieses Amt hat er über 12 Jahre ausgefüllt, endet heute. Bodenständig, humorvoll, den Menschen zugewandt und ein echter Seelsorger sei Bischof Norbert gewesen, da waren sich die Festredner einig, so auch der evangelische Landesbischof Ralf Meister und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Und was ich immer wieder zutiefst eindrucksvoll fand, war, wie Bischof Norbert es gelungen ist, die Würde seines Amtes mit einer ausgesprochenen persönlichen Wärme und Nähe zu verbinden. 11 Jahre stand Bischof Norbert an der Spitze des Bistums Hildesheim, war Oberhirte von rund 610.000 Katholiken zwischen Nordsee und Harz. Diese Aufgabe jetzt abzugeben, macht ihn traurig und glücklich zugleich. Es ist eine gute Melange von beidem. Es ist ein bisschen Wehmut und ganz viel Freude auch. Ja, beides. Und vor allen Dingen, weil ich ja hier wohnen bleibe und die Leute weiter hier im Kontakt mit mir sind und ich mit ihnen. Ich besteige ja nicht irgendwo einen Dampfer und fahre nach Australien oder so und bin dann für immer weg. Ich bleibe ja hier. Und das tut mir gut aus, so dieser Gedanke. Wie beliebt der Bischof ist, das zeigte sich auch am Nachmittag auf dem Domhof. Aus dem ganzen Bistum waren die Menschen gekommen, um ihren Bischof zu feiern. Bei Bier, Eis und vielen Köstlichkeiten. Für die gute Stimmung sorgten unter anderem das Klangorchester St. Franziskus und das Improvisationstheater Schmidts Katzen. Und ich hätte gern von euch ein Klick. Kann ich das mal hören? Klick, klick, ah! Bleibt nur noch dem Bischof alles Gute zu wünschen. Ich wünsche ihm, dass er weiter Seelsorger sein kann für Menschen, die das brauchen, die sich danach sehnen, und wünsche ihm einfach Gottes Segen. Ich wünsche dem Bischof sehr viel Glück, dass er sehr viel Glück kriegt und dass ihm nichts passiert. Ich hoffe, dass er lange gesund bleibt und sein schönes Wohnen mit seinen beiden Schwestern noch lange genießen kann. Dass er so ein lieber Mensch bleibt, wer auch immer ist und so. Und dass er einfach weiterhin in seinem Leben viel Glück hat. Dass er aus der Perspektive des Weinbergs zum Domhof guckt und sich erfreut, was sich weiterentwickelt. Bei den Dingen, die er grundgelegt hat, dass sie einfach weitergehen.